Geschwister im Islam, bitte tut mir einen Gefallen. Wir müssen diese Botschaft nach vorne bringen. Holt diese Sachen runter. Das ist euer Kampf. Das ist euer Kampf. Zieht diese Sachen runter. Trefft euch in euren Wohnungen. Diese Selbstständigkeit muss da sein. Es geht hier nicht nur um Unterhaltung. Trefft euch, organisiert euch, trefft euch mit Schwestern oder, also natürlich nicht Schwestern und Brüder zusammen, jetzt in einer Idee, ja, eine Gruppe von Schwestern, eine Gruppe von Brüdern und so könnt ihr die da aber richtig nach vorne bringen. Einmal die Woche, glaubt mir, macht das einmal die Woche und ihr werdet sehen, inshallah, dass ihr davon richtig profitieren wird. Jetzt bist du. Achso, ja, genau. Inshallah. Liebe Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich freue mich und danke Allah subhanahu wa ta'ala über diese Ni'ma, dass er uns hier zusammengebracht hat, auch das Bruder Abu Hamza, dass wir zusammen hier sitzen und was zusammen aufnehmen. Das ist wirklich eine große Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala, weil wir damit inshallah ta'ala auch den Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala befolgen, wo Allah subhanahu wa ta'ala zu uns Gläubigen spricht. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Und die Gelehrten sagen, ein Grund oder ein Sebab und eine Voraussetzung, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen hilft und zum Siege führt und unterstützt, ist, dass man zusammenhält. Und wir halten nicht an irgendeiner materialistischen Sache zusammen oder an irgendwelchen persönlichen Interessen, sondern unser Ziel ist, bi'idhnillahi ta'ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ikhlas geben, ist, dass wir inshallah ta'ala das Wort von Allah subhanahu wa ta'ala am höchsten, inshallah ta'ala, zum höchsten bringen, inshallah ta'ala, und dass wir inshallah ta'ala unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Wir sind hier zusammen, inshallah ta'ala, damit wir inshallah ta'ala diese Religion von Allah subhanahu wa ta'ala geht. Hier geht es nicht um irgendeine Internetseite, hier geht es nicht um einen Namen von irgendjemanden oder wegen was anderes, sondern hier geht es einfach, wir haben gesehen und wir sind auch einsichtig geworden, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wir sehen, dass der Islam und die Da'wah und all diejenigen, die ehrlich und aufrichtig zu Allah subhanahu wa ta'ala aufrufen, bekämpft werden. Und dies gemeinsam, so wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Wir werden alle bekämpft von den Kuffar Asliyun, von den Murtaddin, von den Munafiqin, von den Angsthasen, von allen. Alle sind zusammen und alle boykottieren diese Leute, die Alhamdulillah Rabbil Alamin, yani ehrlich, bi'idhnillahi ta'ala und aufrichtig zu Allah subhanahu wa ta'ala, zu der Wahrheit aufrufen, werden boykottiert. So, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, wir müssen zusammenhalten und wir halten nicht zusammen, deswegen sind wir schwach. Deswegen sind wir dann ein leichtes Futter für den. Deswegen, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wir haben diese Vers uns inshallah ta'ala zu Herzen genommen und haben das inshallah ta'ala in die Tat umgesetzt. Und wir hoffen, erhoffen uns dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns hilft und unterstützt. So, liebe Geschwister im Islam, ich wollte euch noch eine Sache ans Herz legen, weil mir das gerade während der Rede aufgefallen ist. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn wir sagen, es gibt Probleme, ja, so denkt nicht, dass wir in irgendeiner Art und Weise eingeschüchtert sind. Kein Millimeter. Ganz im Gegenteil. Das sind für mich nur, glaubt es mir, wenn einer in der Zeitung was über mich schreibt oder wenn die mir eine Halle verbieten oder wenn Leute zu einer Moschee gehen und die einschüchtern, ich werde nicht eingeladen. Das sind für mich alles Ehrentitel. Das sind für mich Ehrenorden, sind das für mich. Das sind für mich Auszeichnungen, das ist für mich, weil ich weiß, dass das der Weg der Gesandten ist. Und ich weiß eins, dass Allah uns helfen wird, dass Allah den Gläubigen hilft. Wenn wir den Glauben haben und die Aufrichtigkeit haben, Allah sagt im Koran, das müsst ihr wissen, لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Allah wird denjenigen helfen, die ihm helfen, das heißt seine Sache verbreiten. Wahrlich, Allah ist der Starke, der Allmächtige. Und Allah sagt, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Und unsere Pflicht ist es, den Gläubigen zum Sieg zu helfen. Das sind die Worte Allahs. لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُرُونَ وَإِنَّ جُنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Das sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala.
إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Das heißt, wir werden unserem Gesandten und den Gläubigen helfen in der Dunya und am Tag, wo die Zeugen aufstehen. Deswegen, Brüder und Schwestern, es gibt bei uns im Islam, es gibt kein Verzweifeln. Es gibt nur fünfter Gang, Bleifuß, geradeaus und es gibt keine Bremse mehr. Es geht nach geradeaus und ihr seid mit dabei. Und wer keinen Bock auf diese Fahrt hat, der muss runterspringen vom Auto, aber das wird sein Verderben sein. Ihr seid in diesem Auto, es geht manchmal ein bisschen berghoch und dann geht es wieder bergunter. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wird uns helfen, wenn wir Wahrhaftige sind. Und eine der Möglichkeiten, wie der Bruder auch gesagt hat, ist, dass man diese Unterrichte und die Vorträge runterlädt. Und dass man die verteilt, subhanallah. Eine Sache, die wir ganz am Anfang gemacht haben, und die wir wirklich einen sehr, sehr großen Nutzen gehabt hatte, wallahi, das mit diesen CDs verteilen, subhanallah. Die macht keiner mehr. Letztens, subhanallah, habe ich Brüder aus Österreich getroffen, mashallah, die machen das momentan, ja, sehr stark. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Dawah, subhanallah. Und auch nicht keine. Aber das gibt's bald bei uns wieder. Wir haben so CD-Drucker und so, wo man die dann auch für einen kleinen Preis also kaufen kann. Das ist auch eine super Sache und die auch ganz einfach ist. Es müssen auch nicht zum Beispiel auch müssen nicht Videovorträge sein. Macht MP3-Vorträge für Auto. Viele Leute brauchen sowas. Und so weiter und so fort. Gib denen das. Bücher zum Beispiel weitergeben und so weiter und so fort. Aber was auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man so eine kleine Gemeinschaft bildet, weil das ist sehr, sehr wichtig. Wir sehen zum Beispiel mit der Zeit, weil jetzt zum Beispiel viele Brüder sagen, es gibt nicht mehr so viele Vorträge. Wir können nicht kommen. Alhamdulillah, wir waren eine Zeit lang, jedes Wochenende waren wir unterwegs, egal wo, Alhamdulillah. Und das war gut für die Brüder, dass sie so Vorträge gesehen haben, dass sie uns getroffen haben, das war motivierend. So, jetzt gibt es diese Möglichkeit nicht. Lernt diese Sachen zusammen und sitzt euch zusammen, da habt ihr so viel Ajr. Da habt ihr Ajr, dass ihr euch zusammen getroffen habt. Mahabba für Allah subhanahu wa ta'ala, Liebe für Allah. Habt ihr Ajr für diese Sitzung, die Malaika sind bei euch, die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala und so viel Ajr. Und dann diese Gemeinschaft, diese Brüderlichkeit, Schwestern fühlen sich nicht alleine. Zum Beispiel jemand fragt, wie ist es für eine Schwester, die erst neu Hijab angefangen hat zu tragen? Ja, wenn sie andere sieht, die auch Hijab tragen, die motivieren die geben Erfahrungen weiter und so weiter und so weiter. So viel Nutzen diese Sache. Was ich auch sagen muss, Brüder, die zum Beispiel arbeiten und ein bisschen Geld haben, wo ist das Problem, liebe Geschwister? Wir kritisieren. Wir sind also, sehr viele Geschwister sind wirklich sehr gut darin zu kritisieren, aber sie machen nichts. Und das ist so das Problem. Wir kritisieren die Moscheen. Wo ist das Problem, dass wir nicht 500 Euro im Monat zusammenkratzen können und ein 60 Quadratmeter Zimmer mieten können? Wo ist das Problem? Ja. Nenn das, was weiß ich was. Es muss keine Moschee sein. Einfach eine Räumlichkeit, wo die Familien, 6, 7 Familien sich da zusammensetzen können und fertig. Du musst keinen riesen Moschee haben, ein Museum, wie viele hier in Deutschland, ja, wo diese Fliesen aus Türkei oder aus Marokko kommen und wo der Maler extra aus Marokko eingeflogen wurde und, damit man dann am Tag der offenen Moschee damit prollen kann. Das hat 100.000 Euro gekostet, das hat das gekostet, das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir brauchen einfach, und wenn wir dann was Eigenes haben, Brüder, liebe Geschwister, ey, dann können die uns gar nichts machen. Dann kannst du den Bruder Abu Hamza anrufen und sagen, Achi, kannst du bitte vorbeikommen? Brauchen wir nicht groß machen. Dann kommt er vorbei, inshallah ta'ala. Und so weiter. Und wir sind da, inshallah ta'ala, bereit auch zu unterstützen und zu helfen. Aber es kann nicht immer sein, dass vor allem jetzt, wo der Kick und vor allem die Lichter auf uns gerichtet sind, dass alles von uns ausgehen muss. Es muss, Alhamdulillah, ihr habt auch Ideen, ihr habt auch Köpfe, ihr seid auch clever, ihr seid auch, mashallah, es gibt sehr gute Brüder und gute Schwestern. Die Ideen müssen dann auch, inshallah ta'ala, in Taten umgesetzt werden. Wir können nicht einfach so, subhanallah, zum Beispiel große Städte in Deutschland, so viele Geschwister, so viele Frankfurt, Hamburg, so viele Geschwister, große Städte, und die, yani, da ist gar nichts. Da ist gar nichts, weil eine Moschee zugemacht wurde oder weil die aus Moscheen sogar rausgeschmissen werden. Ja, und dann bleiben die Brüder und sitzen, ja, wir haben nichts. Ja, kann doch nicht sein. Mit der Zeit geht der Iman dann runter. Ja, genau. Und das ist der Punkt. Und deswegen, inshallah ta'ala, diese Sache, dass man was Eigenes aufbauen soll, einfache Variante ist, dass man wirklich sich versammelt, sich einen Vortrag anschaut,
heute gucken wir uns den Vortrag über das an. Zum Beispiel, was mich auch sehr, sehr freut, wallahi, ist zum Beispiel, letztens trifft mich ein Bruder und sagt, Bruder, ich habe deinen Vortrag über den Gefährten genommen und habe das weitergetragen. Boah. Super. Das ist der Hammer. Der freut mich, weil ich dann inshallah ta'ala Belohnung bekomme, möge Allah mir vergeben, meine vielen Sünden. Ja, und dann siehst du, ja, guck mal, super, der gibt das weiter. Und so ist es, so lernen wir, so haben wir auch alle gelernt. Wir haben auch von großen Schuyuch gelernt, alhamdulillah. Yani, das ist einfach so, du hast einen, zum Beispiel wie Sheikh Abu Ishaq, Hafizahullah, oder andere Schuyuch, von dem wirst du einfach berührt, weil der einfach Wissen hat, und von dem übernimmst du so einiges. Und wenn, alhamdulillah, wir machen das auf Deutsch, dann, wenn das auf Deutsch weitergegeben wird, dann soll man das inshallah ta'ala weitermachen. Und das ist so meine Bitte, inshallah ta'ala, dass wir weitermachen sollen. Dass wir weitermachen wollen, dass das nicht aufhören darf. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Weil wenn diese Aufgabe geht einer nach dem anderen. Weil wenn der Islam mit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgehört hätte, dann wäre mit seinem Tod, bei Abi Umm sallallahu alaihi wasallam, hätte aufgehört. Aber das ist diese ehrenvolle Aufgabe, die wurde uns weitergeleitet. Wie eine, wie nennt man das auf Deutsch? Diese Olympisches Feuer. Dieses Feuer, genau. Das weitergereicht wird, ja. Und das muss weitergehen, inshallah ta'ala. Und wenn wir das, und das Wichtigste, liebe Geschwister, wirklich Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Wallahi, wenn wir das haben, dann können die machen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa yamkurullah, wallahu khairul makirin. Glaub mir. Und diese Sache, was ich auch gerade angesprochen habe, wallahi, das müssen wir uns antrainieren. Liebe. Liebe für Allah und seine Religion und seinen Propheten. Allah wird denjenigen helfen, die ihm helfen, das heißt seine Sache verbreiten. Wahrlich, Allah ist der Starke, der Allmächtige. Und Allah sagt, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Und unsere Pflicht ist es, den Gläubigen zum Sieg zu helfen. Das sind die Worte Allahs. لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُرُونَ وَإِنَّ جُنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Das sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّ لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ. Das heißt, wir werden unserem Gesandten und den Gläubigen helfen in der Dunya und am Tag, wo die Zeugen aufstehen. Deswegen, Brüder und Schwestern, es gibt bei uns im Islam, es gibt kein Verzweifeln. Es gibt nur fünfter Gang, Bleifuß geradeaus, und es gibt keine Bremse mehr. Es geht nach geradeaus und ihr seid mit dabei. Und wer keinen Bock auf diese Fahrt hat, der muss runterspringen vom Auto, aber das wird sein Verderben sein. Ihr seid in diesem Auto, es geht manchmal ein bisschen berghoch und dann geht es wieder bergunter. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wird uns helfen, wenn wir Wahrhaftige sind.